Willkommen zur vierten Ausgabe unserer Filora Experteninterviewreihe. Das Thema unseres heutigen Interviews lautet Ausblick 2013. Zu Gast haben wir Herrn Ronald Stöffele, Goldmarktexperten. Herr Stöffele, viele Journalisten, Anleger und Investoren fragen sich, wie geht es weiter mit dem Gold im Jahr 2013? Einige waren doch sehr enttäuscht von der Performance, die in Relation zu den letzten Jahren geringer ausgefallen ist. Wie sehen Sie die Weiterentwicklung? Recht positiv. Also ich glaube, das Sentiment, das Sie angesprochen haben, das hat sich extrem eingetrübt. Also Goldman Sachs, Morgan Stanley haben ihre Prognosen runtergenommen, sind jetzt eben langfristig schon deutlich bearish. Die Credit Suisse spricht von einem wounded bull, also von einem angeschlagenen, verwundeten Bullenmarkt. Und ich glaube, das zeigt schon relativ schön, dass doch die ganze Euphorie aus dem Goldmarkt ein wenig draußen ist, was ich aber positiv interpretiere. Schauen wir uns vielleicht die Fakten ein wenig an. Gold war im letzten Jahr 6,2% im Plus auf Dollarbasis, auf Eurobasis war es ganz knapp 6%. Ist doch nicht so schlecht, also ich würde sagen, das ist Jammern auf hohem Niveau mehr oder weniger. Der durchschnittliche Goldpreis war im 2012er Jahr auf einem absoluten Allzeithoch von 1630 US-Dollar je Unze. Also so schlecht war die Performance nicht. Ich glaube, ausschlaggebend für den Seitwärtslauf oder die geringe Trendstärke war in erster Linie das, was ich da am eingeblendeten Chart eben zeige, und zwar das sind die Total Assets von der EZB und der Federal Reserve, die Monetary Base, und da sieht man eben auch eingeringelt, dass eben die Geldmengenbasis nicht stark gewachsen ist. Man sieht ganz klar, dass es einen Gleichlauf gibt zwischen Gold und der Geldmenge natürlich. Und dadurch, dass hier das Momentum ein wenig geringer war, hat sich das natürlich auch im Goldpreis wieder gestiegen. Ist teilweise auch eine technische Angelegenheit, weil eben die Mortgage-Backed Securities, die die Fed ankauft, erst mit einem gewissen Time-Lag eben in der Bilanz aufscheinen von einigen Monaten. Also insofern hält sich da, muss ich sagen, meine Skepsis in Grenzen. Und ich glaube, wenn man wirklich jetzt dieses fundamentale Szenario hinterfragt, dann muss man sich einfach als Anleger einige zentrale Fragen stellen. Und zwar, hat sich die Schuldenthematik jetzt plötzlich geändert? Sehen wir wirklich nachhaltige Konsolidierungsbemühungen oder eigentlich nur oberflächliche Reparaturen? Hat sich in China oder in Indien die Goldaffinität plötzlich verringert? Hat sich das Inflationsrisiko verringert? Sehen wir plötzlich positive Realzinsen? Ja? Und ich glaube, wenn man sich diese längerfristigen Themen vor Augen hält, glaube ich, dass eben dieses fundamentale Szenario für Gold weiterhin intakt ist. Sie sind also weiterhin positiv gestimmt. Glauben Sie, dass 2013 das 13. Jahr in Folge mit einer positiven Entwicklung für den Markt sein wird? Und vor allem, glauben Sie, dass auch Zentralbanken wieder eine wesentliche Rolle spielen werden? Definitiv, ja. Also ich glaube, die Inflationierungspolitik oder die Reflationierungspolitik seitens der Notenbanken wird weiterhin der entscheidende Faktor sein. Beispiel Japan. Jetzt unter einem neuen Premierminister ist vollkommen klar, dass die Unabhängigkeit der Bank of Japan eigentlich nicht mehr vorhanden ist. Man spricht von Unlimited QE, das Inflationsziel wurde auf 2% verdoppelt. Weiteres Beispiel im Vereinigten Königreich. Wird der neue Governor der Bank of England jetzt wahrscheinlich in Richtung GDP-Targeting gehen und auch temporär das Inflationsziel jetzt einmal rausnehmen? Und das sind schon Maßnahmen, wo ich sage, da hätte man sich vor einigen Jahren nie im Leben gedacht, dass sowas einmal passieren wird. Im Endeffekt sehen wir derzeit Experimente in Dimensionen und in Größenordnungen, die wir noch nie zuvor gesehen haben. Ja, und da ist natürlich die Gefahr eines Überschießens sehr, sehr groß. Der Mark Faber hat das einmal verglichen mit einer Ketchupflasche, auf die man einige Male draufhaut, ja, und beim vierten, fünften Mal passiert dann plötzlich etwas, ja, und dann hat man mehr oder weniger den Schwall an Ketchup draußen. Und so ist es
ähnlich natürlich auch mit der Inflation bzw. der Teuerung. Also insofern glaube ich schon, dass das Fundament für hohe Inflationsraten sicherlich gelegt ist und das ist ein sehr, sehr schmaler Grat, den dann die Notenbanker im Moment gehen. Man sieht auch auf dem jetzt eingeblendeten Chart, dass Gold eben diese relative Stärke nach wie vor besitzt. Auf diesem Chart sieht man eben ein Ratio-Chart bzw. die Kaufkraft von Gold. Wie viele Einheiten Gold bekomme ich für eine Einheit vom US-Dollar, vom britischen Pfund, vom Euro und vom Schweizer Franken? Und daran erkennt man ganz klar, dass die Kaufkraft sukzessive abnimmt. Das heißt, Gold im Vergleich zu diesen beliebig vermehrbaren Währungen sukzessive aufwertet. Und da ist, glaube ich, eben diese relative Knappheit ganz zentral. Wenn man sich anschaut, die Notenbankbilanzen seit dem Jahr 2000 im Schnitt pro Jahr ein Plus von 15%, während der Goldbestand jedes Jahr um 1,5% wächst. Ja, und diese relative Knappheit spiegelt sich dann natürlich in Preisaufschlägen wieder. Mhm. Wir erinnern uns zurück, September 2011. Der Goldpreis ist rasant angestiegen, hat dann ein Level von 1900 US-Dollar erreicht. Rückwirkend betrachtet kann man vielleicht von einer kleinen Überhitzung sprechen. Wie sehen Sie das und wie kann man mit dem Thema Überhitzung umgehen? Kann man das überhaupt vorhersehen, wann der Preis wieder eine Überhitzung erreicht? Natürlich, also ich glaube, Sentiment ist da, wie gesagt, ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Ich schaue da beispielsweise auf Halbwert Gold Sentiment, Public Opinion Indicator. Die sind derzeit alle auf einem extrem bärischen Niveau. Ja. Das muss man antizyklisch nutzen und dann quasi in den Katzenjammer hineinkaufen, während dann eben in Phasen, wo jeder nur noch vom Gold spricht und sich extrem euphorisch ausdrückt, da sollte man dann langsam eben Gewinnmitnahmen planen. Auch hier wieder ein Chart dazu, da sieht man einerseits den Goldpreis und dann eben die 200-Tage-Linie und dann in blauer Farbe den Abstand vom Goldpreis zur 200-Tage-Linie. Das heißt, wie stark ist Gold eben im Vergleich zum längerfristigen Durchschnitt gestiegen? Und ganz klar, da erkennt man beispielsweise im Top des Jahres 1980, da lag der Goldpreis 130% über dieser 200-Tage-Linie. Also da hat sich der Goldpreis innerhalb kürzester Zeit fast verdoppelt, innerhalb weniger Wochen. Und das beschreibt eben diese Mania. Ich habe mir dazu mal einen Zeitungsartikel angeschaut vom Spiegel. Und der Spiegel hat damals eben im Jänner 1980 geschrieben, Gold, Hysterie, Panik, ein Rausch. Ja. Wenn man sich dann die 80er und 90er Jahre ansieht, dann sieht man, dass der Abstand von der 200-Tage-Linie eigentlich recht gering ist. Und dann mit Beginn des neuen Bullmarktes steigt er natürlich. Wir haben 2007 haben wir bereits gesehen, dass wir da knapp 30% über der 200-Tage-Linie waren und im letzten Jahr oder eigentlich im 2011er Jahr, da waren wir knapp 30% im drüber und das zeigt einfach an, dass man jetzt vielleicht schon wieder eine sogenannte Mean Reversion sehen wird. Auf der anderen Seite, ich habe antizyklisches Handeln schon angesprochen, im Moment sind wir doch deutlich unter der 200-Tage-Linie oder unterhalb von diesem Abstand der 200-Tage-Linie und das ist doch ein sehr, sehr gutes Kaufsignal. Und insofern bestätigt das eigentlich die diversen Sentiment-Umfragen und ich glaube eben, dass antizyklisch gesehen ein sehr, sehr guter Einstiegszeitpunkt hier ist. Mhm. Unsere Kunden fragen uns oft, wie sieht eine intelligente Anlageform in Sachen Gold aus? Wie sieht Ihrer Meinung nach ein intelligentes Investment für das Jahr 2013 aus? Worauf sollte man achten? Ich glaube, dass das physische Gold nach wie vor klar übergewichtet werden sollte. Ich kann da jetzt keine spezifischen Gewichtungen geben, weil das natürlich auch individuell wirklich vom Profil des Anlegers abhängt. Ja, was für den einen 50% ist, ist für den anderen vielleicht nur 10%. Also das muss man wirklich individuell sich einfach ansehen. Ich glaube, dass sowohl physisches Gold als auch Goldminenaktien derzeit sehr, sehr attraktiv sind. Ich habe das auch in den letzten Malen schon beschrieben. Ich glaube eben, dass Gold, und zwar physisches Gold, eben die ultimative Währung ist. Die Währung, die sich im Laufe der Jahrhunderte, der Jahrtausende fast schon im Markt durchgesetzt hat. Eine Währung, die eben kaum inflationiert werden kann. Während eben Goldaktien Investments sind, ja, und auch
insofern unterschiedliche Risiken haben. Wenn man sich aber hier auch wieder die Zahlen anschaut, beispielsweise auf diesem eingeblendeten Chart Gold versus Goldaktien, Amex Goldbugs Index in diesem Falle, dann sieht man einfach, dass Goldaktien in Relation zu Gold extrem günstig sind, ja, und dass diese Extremniveaus auch immer sehr, sehr gute Kaufzeitpunkte waren. Und ich glaube, wenn man sich den fundamentalen Case für Goldaktien ansieht, dann erkennt man, dass einerseits der Pessimismus extrem groß ist. Gemäß Sentiment Trader sind Goldaktien der most hated Sektor. Auf der anderen Seite, fundamental haben die Firmen wirklich ihre Hausaufgaben gemacht. Ja, also man hat viele große Projekte beendet, weil sie einfach aus Kostengründen keinen Sinn machen. Es sind sehr viele CEOs ausgetauscht worden. Die Unternehmen haben doch schöne Free Cashflows, steigende Margen, sind kaum verschuldet. Also ich glaube, man muss hier natürlich auch selektiv vorgehen bei den Goldaktien, aber auf dem Niveau sind sie einfach sehr, sehr günstig. Und insofern glaube ich eben, dass Goldaktien auch hier wieder aus antizyklischer Sicht vermutlich 2013 zu den profitabelsten oder zu den attraktivsten Sektoren zählen. Herr Stöffel, für das informative Gespräch. An der Stelle möchte ich mich auch bei unseren zahlreichen Zusehern bedanken, die sich immer wieder unsere Experteninterviews im Internet ansehen. Nähere Informationen finden Sie wie immer in unserem Infocenter unter www.filoro.at. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.